Heute so, morgen so. So, ihr Lieben, jetzt stellt sich raus, wie gut wir uns wirklich kennen. In der Beauty Night sind wir ein eingespieltes Team. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Ja, da musst du doch gucken. Zeig. Aber kreatives Chaos, will ich dazu sagen. Kreatives Chaos. Ja? Ordnung, so. Chaos, beide kreativ. Nein, doch. Das ist aber wirklich so. Ja. Entschuldigung, Frank. Aber es liegt nicht an mir, es sind die Maskenbildner. Nein. Man könnte aber auch sagen, du brauchst einfach weniger. Du bist von Natur aus, der liebe Gott hat dir mehr mitgegeben als mir. Ich nehme es als Kompliment. So. Also man müsste das jetzt auf die Zeit anrechnen, wie lange wir bei QVC arbeiten. Du bist ja deutlich länger da als ich. Also wenn wir das im Durchschnitt rechnen, im Durchschnitt würde ich sagen, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wirklich. Im Durchschnitt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, durch die Länge der Jahre bin ich es. Aber wärst du so lange da wie ich, wärst du. Ach, ich glaube, das kommt auf den Alkoholgehalt an. Meinst du? Ja. Ich finde dich witzig. Ja, bin ich. Ich finde dich witzig. Ich finde mich gar nicht so viel. Ich finde mich gar nicht so witzig, aber ich bringe komischerweise immer viele Menschen zum Lachen. Ja, du brauchst nur reingetänzelt kommen und ich lache schon. Oh, ganz klar. Ja, ganz klar. Ich mache ihm sogar Maskentermine, damit er es nicht vergisst. Tut mir leid. Oh, ah. Kuckuck. Ich muss das hier hinhalten. Sportlicher. Hier, da, hier. Nee, das ist so semi. Du bist nicht zu spät. Ich bin zu früh. Ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich jetzt ganz offen und ehrlich bin und ich hoffe, dass niemand von der Obrigkeit zuhört, ich bin immer 5 Minuten zu spät. Mich ja selber nicht an. Ich weiß das nicht. Wobei ich glaube, wir würden... Es ist schon... Oder? Ja. Ja? Mhm. Ja? Gleichstand, würde ich auch sagen. Es tut mir leid, Frank. Ich glaube, ich bin da. Du könntest ja wahrscheinlich eine tolle Hütte bauen, aber ich kann kochen. Ja, ich würde mich ein bisschen schwer tun mit dem Essen wahrscheinlich, aber sonst... Aber er hätte die tollste Hütte. Er ist Schreiner. Also er hätte also die tollste ich glaube, Hütte. Ich könnte schon überleben. Es kommt immer drauf an, wie lange überleben. 14 Tage, 3 Wochen würde ich durchhalten. Na, komm mal. Bestimmt. Garantiert. Garantiert. Mhm. Mein Mann macht immer einen Kniffel. Guck, immer. Jedes Knobel macht den Knobel. Ich könnte ihn umbringen. Jedes Mal. Mit Ansage. Es ist jetzt. Ach, selbst. Was bedeutet selbstverliebt? Ich glaube, wir haben beide. Also ich glaube. Knall, ja. Ich glaube, man muss immer einen Knall haben, weil sonst würde man diesen Job nicht machen. Ja. Es hilft ungemein. Also ich glaube, man kommt nur dadurch. Aber selbstverliebt hört sich so arrogant an. Es hört so an, als würde man sich den ganzen Tag streicheln und im Spiegel angucken. Also so bin ich jetzt nicht, aber ich. Ja, also ich finde das schon. Ist ja die Frage, ob das was Negatives ist. Also, Gleichstand. Weil nur wenn man sich selber liebt, kann man ja auch andere lieben. Oh! So, dann sind wir beide sehr selbstverliebt. Oh, ja. Ja. Mhm. Er hat auch alle Farben, alle. Alle ich schäme mich immer ein bisschen, wenn ich den Schrank aufmache und irgendein Kollege oder eine Kollegin kommt rein, weil bei mir im Schrank sieht es unmöglich aus. Gibst du? Aber du hast alle Farben. Aber man könnte unsere Kleiderschränke nebeneinander gestellt sofort erkennen, wem welcher Kleiderschrank gehört. Bei dir ist alles ordentlich sortiert, bei mir ist alles reingeschoben. Aber er hat alle Farben. Kommt auf die Situation an, würde ich mal sagen.
Wer ist dramatischer? Ich, weißt du, was ich sagen würde? Ich würde sagen, ich bin schneller Hans Dampf in allen Gassen. Ja, ich das bin bist so du. Eher das, wie hieß dieses Marlboro? Nee, HB-Männchen. HB-Männchen. Ich bin eher Modell HB-Männchen und du bist eher die Kämpferin an der Ungerechtigkeitsfront. Ja, ja. So würde ich jetzt mal sagen. Es kann aber auch in Dramen ausarten. Aber ich bin eher so. Eher so piu und ich bin so. Ja, das ist gut, so. Das ist gut. Das ist so. Guck mal! Ich finde, das ist eine ganz, ganz tiefe Liebe. Liebe. Ehe. Ja, das ist wirklich. 14 von 15? Mhm. Das schaffen manche ewig Verheiratete nicht. Siehst du? So, läuft. Sollen wir es zusammen machen? Ja, dann sag ich Daumen nach oben und du sagst ich sag abonnieren. Ja, ist gut. Ja, so machen wir es. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und... Ihr könnt natürlich auch unseren QVC-Kanal auf YouTube abonnieren und dann gibt es bestimmt noch viel mehr lustige Videos zu sehen. Vielleicht auch von uns zwei. Dürfen wir die behalten?